Hallo Leute, das ist jetzt zwar ein bisschen ein anderer Anfang in meinem Video, denn ich möchte mal wieder ein Reading-Vlog bzw. eine Reading-Reaction machen und sorry, dass ich so trashy aussehe, aber ich komme gerade aus der Uni und ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas und ich will jetzt einfach nur lesen. Und so, ich habe mir ein neues Buch besorgt bzw. habe das wohl ausgeliehen und ich möchte das gerne mit euch lesen. Und zwar, ihr habt das jetzt gerade schon gesehen und ihr habt das schon im Titel gelesen. Es ist sozusagen wieder mal ein Teil von Mein erstes Mal. Nur, ich verlinke euch mal Teil 1 oben. Dort habe ich das erste Mal einen Erotikroman gelesen. Und jetzt werde ich das erste Mal zusammen mit euch ein Buch von Colleen Hoover lesen. Ich muss sagen, Colleen Hoover ist bis jetzt so absolut an mir vorbeigegangen. Viele wird das jetzt wahrscheinlich erstaunen, weil das für viele ja so die absolute Queen ist. Aber ich habe noch nichts von ihr gelesen. Aber ich möchte das ändern. Und ich habe mir dann irgendwann mal so die Klappentexte durchgelesen. Und ich fand, dass nächstes Jahr am selben Tag am besten klang. Und es geht hier eben um zwei, Ben und Fallon heißen sie. Die treffen sich in New York. Allerdings ist die eine gerade auf dem, oder er, oder sie sind auf dem Rückflug nach Los Angeles, aber sie müssen zusammen warten. Und dann fragen sie sich, sollen wir uns irgendwie auf eine Beziehung einlassen oder nicht? Und treffen sich dann immer am 9. November an einem Ort. Und ich bin mega gespannt. Ich fand das klang voll gut, weil sie auch voll interessante Backstories haben. Aber ich werde euch auf alle Fälle mehr erzählen können, wenn ich angefangen habe. Ich weiß nur, dass dieses Buch krass kontrovers ist und ich Leute es entweder so lieben und ihm 5 Sterne geben oder ihm so einen Stern geben. Deshalb, ich bin mega gespannt, wie mir Colleen Hoover gefallen wird, weil viele schwören ja wirklich total auf ihre Bücher und viele finden die auch eher so okay. Und ich bin mega gespannt, zu welcher Gruppe ich gehöre. Und ich werde euch mitnehmen, ich werde euch immer mal wieder so updaten und am Schluss nochmal so einen Gesamteindruck in meinem Setup filmen. Aber ich nehme es einfach mit und ich fange jetzt mal an zu lesen und mal gucken, wann ich euch update. Genau. Und ich wollte noch sagen, ich spoiler nicht. Genau. Also, bis gleich. So, erstes Update. Ich habe den 1. 9. November gelesen. Und zwar gibt es in dem Buch nämlich, es das heißt ja November 9 auch bei Englisch. Und sie treffen sich eben an einem 9. November und ich habe ein bisschen was falsch erzählt. Und zwar, er heißt Ben, sie heißt Fallon. Sie will Schauspielerin werden, beziehungsweise das war ihr Plan. Allerdings kam da ein bisschen was dazwischen und ihr Vater ist auch irgend so ein Schauspieler. Und er will Schriftsteller werden, so ist das. Und sie zieht nach New York, er bleibt in Los Angeles und sie treffen sich eben in Los Angeles. Und sie wollen sich jetzt jeden November treffen, aber dazwischen nicht und keine Ahnung. Ich muss sagen, ich war schon addicted und habe das Buch so schon schnell gelesen, so die Seiten. Ich fand aber irgendwie, der Schreibstil, es wird halt immer so über den Schreibstil von Colleen Hoover geschwärmt, aber ich muss sagen, so richtig überzeugt hat er mich nicht. Ich fand ihn zwar gut zu lesen, aber jetzt nicht so richtig gut. Ich hoffe, das kommt vielleicht noch. Ich muss auch sagen, dass ich es aktuell eher ein bisschen komisch fand. Also besonders auch die beiden so zusammen. Ich merke irgendwie die Harmonie noch nicht so. Also ich verstehe noch nicht ganz, was da und warum das da jetzt so abgeht. Aber ich werde auf alle Fälle weiterlesen. Ich glaube heute nicht mehr, aber morgen auf alle Fälle. Und ja, also die Idee mag ich, die Charaktere jetzt noch nicht ganz so. Ich fand es auch ein bisschen komisch, was die schon gemacht haben, obwohl sie sich so 3, 2 Stunden kennen und dann schon. Ich will ja nicht spoilern. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich jetzt einfach nach jedem November updaten werde. Also, ich habe jetzt den ersten gelesen und jetzt folgt der zweite, 9. November. Und da werde ich euch dann wieder updaten, wenn ich den fertig gelesen habe. Also, bis dann! So, hello, new day. Und ich habe auch einen weiteren Tag gelesen. Also, den zweiten, 9. November sozusagen. Natürlich noch in diesem Buch, obvious. Und ich muss sagen, ich weiß echt nicht. Also, ich fand es jetzt nicht krass besser. Also, ich finde es halt immer noch okay, aber ich verstehe halt den Reiz noch so gar nicht. Und irgendwie fand ich den
Tag eher ein bisschen komisch, wie sie den verbracht haben und so. Ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie, ich mochte die Idee am Anfang total gerne, dass sie immer nur so einen Tag haben und dass auch sonst nichts in dem Buch beschrieben steht. Also wirklich nur diese 9. November, also soweit, wie ich das jetzt erkennen kann, auf alle Fälle. Aber im Moment bin ich mir ganz unsicher. Also irgendwie, ich muss wirklich auch sagen, ich spüre die Harmonie so überhaupt nicht. Ich habe selten ein New Adult oder Romance Buch gelesen, wo die Harmonie für mich einfach so überhaupt nicht vorhanden war. Natürlich, sie sind irgendwie ganz cute so zusammen, aber irgendwie, ich finde ihn voll komisch. Ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie kommt er mir einfach so komisch vor. Vielleicht soll das auch einfach romantisch sein, aber I'm not sure. Auf jeden Fall, ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Also, es lässt sich halt echt locker lesen, aber ich dachte halt so, dass der Hype um Colleen Hoover halt daher rührt, dass die Bücher so voll krasse Thematiken haben und so und irgendwie voll so herzzerstört, so, keine Ahnung, herzzerreißend, bla bla. Und der Schreibstil soll so genial sein und irgendwie, es ist für mich jetzt einfach nur so eine lockere 0815 Liebesgeschichte, die ein bisschen einen spezielleren Plot hat, aber. So, der 3.9. November ist nun offiziell beendet. Und ich bin damit auch jetzt über der Hälfte von dem Buch. Und ja, ich fand den Tag, er hat schon interessant angefangen, aber irgendwie, I'm not sure. Mir gehen die Charaktere einfach irgendwie so gar nicht ans Herz. Und irgendwie, weil man nur so wenig erfährt und das meiste richtige Leben so sich nur so in so Erzählungen und Rückblenden abspielt und vielleicht ist es einfach doch nicht doch das falsche Buch. Ich mochte es irgendwie. Ich hatte zwar zwischendurch so Angst, aber dass es irgendwie jetzt so ein Twist kommt, aber der hat sich doch aufgelöst. Ich mag es schon, aber gefühlt passt das Konzept für mich einfach nicht. Ich glaube, ich werde euch auf alle Fälle am Ende nochmal fragen, ob ihr mir andere Bücher empfehlen könnt. Aber ihr könnt mir auch jetzt schon in die Kommentare schreiben, was denn euer liebstes Colleen Hoover Buch ist, beziehungsweise was ihr mir eher empfehlen würdet. Ich lese auf alle Fälle noch weiter und ich werde es auch beenden, weil ich finde es auf alle Fälle nicht grottenschlecht. Aber ich update euch. So, ich habe gerade weitergelesen. Und zwar war das jetzt der 4. 9. November. Und da war nur ganz kurz, also war nur 25 Seiten oder so. Deshalb bin ich auch gleich schon hier mit dem Update. Und ich fand ihn absolut komisch. Also wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr wahrscheinlich, welcher das war. Und irgendwie, ich mag die Wendung zwar, aber nicht, wie die Charaktere damit umgehen. Und deshalb, ich glaube, ich muss einfach weiterlesen, weil es ist halt auch echt nicht viel passiert. Das Buch läuft einfach weiter vor sich hin. Ich update euch einfach. Und ich kann aber jetzt schon mal ankündigen, dass ich danach auf alle Fälle noch ein bisschen mit Spoilern drüber reden werde, weil schon ein paar Sachen passiert sind, wo ich gerne mit Spoilern drüber reden würde. Aber das machen wir am Schluss und deshalb bis zum nächsten Abschnitt. So, ich kam richtig gut voran und ich habe schon wieder ein Kapitel gelesen und ich glaube, es sind jetzt nur noch 100 Seiten oder so. Aber ich muss sagen, ich am Anfang von dem Kapitel, ich habe echt angefangen, mich so langsam wieder mit dem Buch zu anzufreunden. Und fand es irgendwie so ganz cute. Und dann kam so ein Plot-Twist, den ich absolut nicht gebraucht hätte und mir nur so dachte, okay, I don't get it. Und er wurde jetzt auch noch nicht richtig erklärt, aber what is this? Übrigens, ich glaube, ich habe das nie gesagt, aber natürlich ist das nur meine Meinung und ich weiß, dass richtig viele das Buch auch mögen. Aber irgendwie ist es im Moment nicht, einfach nicht meins. Ich werde auf alle Fälle später noch ein bisschen mehr darüber reden, aber ich werde es jetzt auf alle Fälle erstmal beenden und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil irgendwie mochte ich es so langsam, aber das hat es jetzt, glaube ich, alles wieder kaputt gemacht, weil es ist halt schon ein bisschen dramatic so und eigentlich lese ich schon gerne Bücher mit so viel Drama, so after und so mag ich halt voll gerne, aber that's not it for me, so, also I'm really not sure. Aber ich beende es jetzt erstmal. Also ich glaube, dass ich mich jetzt dann das nächste Mal beim Ende sozusagen melde. Also mal gucken. So, it's late at night. Ich glaube, es ist fast 1, nee, oder 12, I don't know. Auf alle Fälle habe ich das Buch beendet. Also jetzt den letzten November gelesen. Und ich muss irgendwie sagen,
fahren schon ganz okay so. Und ich glaube, ich mache mal voll viele Feinde, wenn ich das jetzt sage. Aber ich fand das Buch halt echt nicht so gut. Also mich konnte es einfach nicht überzeugen. Und ich habe dann halt auf Goodreads auch ein bisschen geupdatet. Und dann habe ich mal so geguckt, welche Bewertung das hat. Und so bei meinen Freunden, also sozusagen mit denen ich befreundet bin, übrigens, ihr könnt mir gerne auf Goodreads eine Anfrage senden, dann seht ihr auch, was ich gerade lese. Nur so, Promo. Und von all meinen Freunden, ich glaube so 20 oder 30 hatten das Buch auch gelesen. Und es hatte nur 4 und 5 Sterne Bewertung. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt der Einzige bin, der es nicht so geil fand. Weil besonders auch eine Freundin, die hat auch andere Colleen Hoover Bücher gelesen und fand da eigentlich nichts gut. Und das fand sie aber richtig gut. Deshalb habe ich mich auch mit für das Buch jetzt entschieden. Aber mich konnte es einfach nicht so überzeugen. Ich werde euch morgen früh nochmal ein besseres Update geben, wo ich, wie gesagt, auch noch ein bisschen spoilern werde, weil ich auch echt sagen musste, dass ich manche Punkte in diesem Buch leicht kontrovers fand. Also da dachte ich mir echt, Girl, also schreiben kannst du das jetzt so eigentlich nicht. Du hast schon so ein bisschen. Aber nein, ist nur meine Meinung. Ich habe ein paar Punkte in diesem Buch gefunden, die mich echt leicht aufgeregt haben auch. Aber ich habe auch super gerne die Adult-Romane gelesen und ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass bei mir jetzt einfach so ein Punkt gekommen ist, wo das so reicht, weil ich glaube, die letzten 5 New Adult-Romane hat, glaube ich, keiner mehr als 3 Sterne bekommen, weil die mich alle nicht mehr überzeugen konnten, weil ich ja alle, die hatten einfach alle Punkte, die ich echt nicht schön fand zu lesen, so, keine Ahnung. Ich fand hier den Schreibstil zum Ende hin, also er war eigentlich echt okay dann, also fanden halt nicht so genial, wie alle sagten, aber ich glaube, ich erzähle da morgen eh noch ein bisschen mehr drüber. Also, ich bin eh schon total verwirrt und müde und deshalb, wir hören uns morgen wieder, wenn ich euch ein finales Colleen Hoover Update geben werde. Bis dann. Ich hab's euch versprochen, ich setze mich jetzt nochmal hin und rede nochmal ganz kurz mit euch über dieses Buch, da es noch ein paar Sachen gab, die ich klären wollte. Unter anderem auch mit Spoilern. Ganz allgemein, ich kann auch mal sagen, das Buch hat 2 Sterne bekommen. Ich war nicht absolut begeistert, das habe ich schon mal erwähnt, aber ja, ich fand es trotzdem ganz schön zu lesen. Colleen Hoover schreibt sie, fand ich größtenteils okay, man, diese Frau kann schreiben, sonst hätte ich das Buch auch nicht in 2 Tagen gelesen. Ich werde deshalb auch auf alle Fälle nochmal ein Buch von ihr probieren, auf alle Fälle. Deshalb, ich habe es schon mal gesagt, schreibt gerne euer liebstes Colleen Hoover Buch in die Kommentare und dann gucke ich mir das auf alle Fälle nochmal an und dann schaue ich, was ich dort noch lesen werde. Das ist jetzt doch sozusagen ein Spoiler-Part und für alle Leute, die wirklich keine Spoiler wollen und das Buch vielleicht selber noch lesen wollen, schon mal tschüss. Ich werde jetzt spoilern, außer euch ist es egal, wenn ihr gespoilert werdet, aber ich spoilere jetzt dieses Buch. Und ich habe besonders 2 Sachen, über die ich reden möchte. Einmal über das Ende und das zweite Mal über ein paar Punkte, die vorgefallen sind. Ich glaube, wir fangen aber trotzdem mit den Punkten, die vorgefallen ist, an und dann machen wir das Ende, weil das kommt ja am Ende. Die Sachen, die vorgefallen sind, waren für mich vor allem bei so eben so Erotikszenen, die ich ein bisschen schwierig fand. Ich habe mitbekommen, dass Colleen Hoover auch in einer großen Diskussion über Rape Culture zu besonders diesem Buch verwickelt war. Die lasse ich jetzt aber außer Acht, da die Szenen dann auch gelöscht wurden und überarbeitet wurden. Deshalb egal. Allerdings gab es trotzdem noch ein paar Szenen, wo ich mir dachte, finde ich ein bisschen schwierig dargestellt. Ich hatte das, glaube ich, einmal schon angedeutet, ich bin mir nicht ganz sicher. Und zwar siehst du am ersten Tag, wo sie sich begegnen, liest man aus ihrer Sicht. Und sie machen da schon ein paar, also sie schlafen noch nicht miteinander, aber sie ziehen sich schon aus und irgendwie so war das. Und man hat halt ihre Perspektive gelesen und sie hat sich halt dabei immer wieder so gedacht, so, eigentlich ist mir das zu weit, aber ich will nicht. Aber sie hat halt nicht deutlich Nein gesagt, beziehungsweise ihm zu verstehen gegeben, dass ihr das zu viel ist. Fand ich einfach ein bisschen schwierig, besonders da sie auch eben Colleen Hoover für andere ähnliche Szenen in einer Kontroverse stand und so. Ich weiß nicht, wie sich das in ihren folgenden Büchern verbessert hat. Ich fand nur ein paar Szenen dort leicht problematisch. Übrigens, was ich noch anmerken wollte, das ist nur meine Meinung. Wenn ihr diese Bücher gerne lest, wirklich absolut nichts, nichts gegen euch. Ich liebe zum Beispiel auch After und ich weiß selber, dass After wirklich auch kontroverse Szenen hat, wo wirklich man auch wissen sollte, dass es nicht ganz okay ist. Und ich
ich weiß selber, dass ich Bücher auch mag, wo Szenen drin sind, die nicht völlig okay sind. Aber ich mag sie halt trotzdem und ich denke, so ist es auch bei vielen. Ich finde nur, es ist ein bisschen wichtig, dass man trotzdem eben liest und es hinterfragt eben. Das war es aber jetzt sozusagen zu dem Punkt und ich möchte noch kurz über das Ende reden. Es war ja so, dass letztendlich rauskommt, dass er den Brand gelegt hat, der sie gekränkt hat, beziehungsweise ihr Narben zugefügt hat. Zu den Narben wollte ich auch noch ganz kurz sagen, ich fand, es wurde ein bisschen übergangen, beziehungsweise dann relativ wenig eingegangen und plötzlich hat es ihr nichts mehr ausgemacht, die Narben zu zeigen. Es war einfach nur noch so ein Nebenpunkt, ein bisschen für den Plot sozusagen. Fand ich ein bisschen schade, weil ich mir doch gewünscht hätte, dass da noch ein bisschen mehr drauf eingegangen wird. Und eben, wie die Narben ausgelöst wurden, waren eben durch das Feuer, was eben er ausgelöst hat. Und ich glaube, das wäre bei mir so eine Sache, die ich niemals verzeihen könnte. Und natürlich, er hatte das erklärt mit diesem wunderschönen Roman, aber ganz ehrlich, natürlich, man soll nicht unglaublich nachtragend und alles sein, aber das ist auch nicht gut. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, weil das echt eine ganz krasse Sache ist. Und natürlich, so verzeihen ist wichtig, aber ich finde es irgendwie auch einfach ein bisschen schade, dass er wirklich absolut nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Natürlich, er war da noch jugendlich, er war da absolut verstört und so. Also ich kann schon verstehen, aber ich finde es trotzdem einfach, war es nicht mein Traumende. Besonders, ihr habt das ja gesehen, ich war da echt dabei, das Buch wirklich für mich zu gewinnen. Und wenn das nicht passiert wäre, wenn vielleicht ein anderes Geheimnis gewesen wäre, aber dass wirklich die Geschichte so miteinander verbunden ist, man kann sich eigentlich denken, das ist ja leider oft so, finde ich es einfach ein bisschen schade, dass das eben so stattgefunden hat, weil ich es auch fast ein bisschen creepy immer noch finde, auch besonders die Kennenlernszene, wenn du dann halt im Nachhinein erfährst, dass er sie sozusagen gestalkt hat. Also nicht durchgängig, aber er hat sie ja eines Tages hat er ja ihren Vater verfolgt und geguckt, wo er hingeht. Und das fand ich schon ein bisschen hart. Auf alle Fälle, ich bin nicht abgeneigt, nochmal was zu lesen. Ich habe mir sogar auch ein paar schon angeschaut. Ich glaube, ich will auf alle Fälle noch Never Never versuchen, weil das eins von Gabis absoluten Lieblings-Hoovers ist. Schreibt mir trotzdem gerne euer liebstes Colleen Hoover-Buch in die Kommentare und dann danke fürs Zuschauen und fühlt euch bitte nicht angegriffen. Das ist wirklich nur meine Meinung und ja, ich passe nicht so gut und ich weiß, dass sie krass viele Fans hat, aber ich will natürlich auch meine ehrliche Meinung wiedergeben. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!